Herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. In diesem Video werde ich euch eine Partie zeigen von Judit Polgar gegen Ferenc Berkes. Polgar ist die stärkste Schachspielerin aller Zeiten. Sie wurde schon mit 15 Jahren und 4 Monaten Großmeister der Herren. Und zu ihrer besten Zeit im Juli 2005 hatte sie eine Elo-Zahl von 2735. Damit belegte sie sogar Platz 8 der Weltrangliste. Judit Polgar ist eine von drei Schwestern aus Ungarn, die zusammen das Frauenschach im Prinzip revolutioniert haben. Ihr Vater, ihre Eltern erzogen sie auf eine Art und Weise, dass sie Schach im Mittelpunkt des Geschehens stellten und sie im Prinzip auch zu Schachgroßmeisterin erzogen haben. Während Judit kaum an Männerturnieren, an Frauenturnieren teilnahm, war Shusha Polgar oder Susan Polgar, wie sie heutzutage genannt wird, Frauenweltmeisterin jahrelang und ist heutzutage auch als sehr aktiv in den sozialen Medien, sozialen Netzwerken. Sofia Polgar, die dritte Schwester, die war nicht ganz so stark, aber auch eine sehr starke Spielerin. Judit Polgar, wie gesagt, war mit Abstand die stärkste und sie war auch unter den Herren eine sehr gefürchtete Spielerin. Sie nahm mehrmals am Weltpokal teil an Kandidatenturnieren, schaffte es aber nie ganz, ganz, ganz nach oben, aber nichtsdestotrotz, sie gehörte zu ihrer Bestzeit, zu den 10 besten Spielern der Welt. Diese Partie hier ist aus dem Jahr 2003. Es ist eine Partie gegen ihren Landsmann Ferenc Berkes aus Ungarn, auch ein sehr starker Großmeister. Sie ist typisch für Judiths Stil, sehr taktikbetont, sehr angriffsbetont. Sie war eine sehr, sehr gefürchtete Taktikerin und hat sehr, sehr viele wunderschöne Angriffspartien produziert im Laufe ihrer Karriere. Diese Karriere hat sie auch im Jahr 2014 beendet, zumindest ihre professionelle Karriere als Spielerin. Seitdem ist sie auch unterwegs als Kommentatorin, wie zum Beispiel bei Weltmeisterschaften, wo sie auch eine hervorragende Figur abgibt, wie ich finde. Zu dieser Partie. Sie beginnt mit E4, Judit Polgar hat Weiß. E6, das ist die französische Verteidigung. Mit dem Zug E6 bereitet Schwarz den Vorstoß D5 vor, um den Bauern E4 zu attackieren. D4, Weiß besetzt das Zentrum mit zwei Bauern. D5 greift den Bauern auf E4 an. Der beste Zug ist jetzt hier, beziehungsweise der häufigste Zug, Springer C3. Weiß deckt den Bauern auf E4. Schwarz attackiert diesen Bauern auf E4 schon wieder. Und Weiß muss sich überlegen, was er macht. Vorziehen ist eine Option nach E5 oder Läufer G5. Fesselt den Springer auf F6 und pariert somit die Drohung. Nicht Läufer E7, sondern D-mal E4 hier. Es gibt hier mehrere Züge. Läufer E7 ist ja auch ein Zug, den man spielen kann. D mal E4, Springer mal E4, Läufer E7. So, jetzt droht Schwarz Springer mal E4, deswegen sollten wir hier einmal nehmen mit Weiß. Das tut Judit auch. Läufer F6, Läufer F6, greift den Bauern auf D4 an. Weiß entwickelt sich, entwickelt den zweiten Springer, deckt den Bauern D4. Kurze Rochade. Und hier ist eine ganz wichtige Situation. Weiß spielt damit die zweite und bereitet die lange Rochade vor. Also die heterogenen Rochaden, um am Königsflügel dann anzugreifen. Das wird Judit Polgar auch lehrbuchmäßig exekutieren hier. Springer D7, lange Rochade. Hier wäre es jetzt logisch, B6 zu spielen mit der Idee, den Läufer nach B7 zu entwickeln, die Figur, die durch entwickelt ist. Schwarz wählte aber Läufer E7, das kommt auch hin und wieder vor. Die Idee dieses auf den ersten Blick vielleicht seltsam zu ist es, das Feld F6 für den Springer frei zu machen und auch C5 zu unterstützen. Weiß entwickelte sich weiter mit Läufer D3. Dort steht der Läufer ideal, der soll nach H7 schauen, B6. Und jetzt ging es schon richtig zur Sache hier. Judit Polgar greift an, Attacke, Springer EG5. Der Bauer H7 ist attackiert und Schwarz muss was dagegen unternehmen. Berkes wählte H6, greift den Springer auf G5 an. Jetzt gibt es jetzt einen typischen Zug, wie man mit Weiß fortsetzt, das ist der Zug H4, mit der Idee, wenn Schwarz den Springer auf G5 annimmt mit dem Bauern, dann nimmt Weiß natürlich mit dem H-Bauern und hat diese offene H-Linie, auf der er attackieren kann. Das sollte Weiß Schwarz in der Regel vermeiden. Allerdings wählte Judit hier Läufer H7 Schach zuerst. König nach H8, schöner Zwischenzug, lenkte also den König nach H8 auf die H-Linie und greift jetzt hier den Turm auf A8 an.
Das Beste wäre es jetzt gewesen, aus schwarzer Sicht erstmal den Turm in Sicherheit zu bringen, gar nicht den Springer zu schlagen, den Springer auf G5 zu ignorieren, und Weiß hätte mit H4 fortgesetzt und eine wunderschöne Angriffsstellung ist das hier für Weiß. Stattdessen spielte Schwarz hier sehr, sehr riskant. Er nahm den Springer auf G5. Wahrscheinlich übersah er den folgenden unglaublich starken Zug von Weiß. G4. Kommen wir gleich nochmal dazu. Es wäre schlecht gewesen für Weiß, hier den Turm zu nehmen. Aus dem Grund, der jetzt folgt. G4. Schwarz greift den Springer an und wenn dieser zurückgehen würde, wegziehen würde, dann würde Läufer G5 kommen. Mit Gewinn der weißen Dame. Das wäre natürlich sehr schlecht aus weißer Sicht. Und das ist auch der Grund, warum Judith den Turm auf A8 nicht nahm. Sie spielte G4. G4 ist super stark. Es bereitet den Zug H4 vor. Mit der Idee, die H-Linie dann zu öffnen zum schwarzen König. Jetzt brachte Schwarz den Turm erstmal in Sicherheit, doch hier ist es schon um ihn geschehen. H4. Dieser Angriff schlägt jetzt schon durch, nach gerade mal 15 Zügen. Was wäre geschehen, wenn Schwarz genommen hätte? Dann hätte Weiß erstmal G5 gemacht und diesen Bauern angegriffen. Eine Variante lautet F6, Turm schlägt H4 Schach, König G8, Läufer H7 Schach, König F7. Es sieht so aus, als ob der schwarze König sich gerettet hat, aber es geht weiter, wenn man den Computer einschaltet, zugegebenermaßen. Dame E2 greift den Bauern auf E6 an. Die folgende Variante ist ziemlich forciert. Läufer D6, Läufer G6 Schach, sehr, sehr stark. König schlägt. Jetzt folgt hier ein super starker Zug, Springer E5 Schach, also laut eine richtige Opferkaskade. F mal E5, Dame H5 Schach, König F5, Turm G1. Ich bin mir sicher, Judith hatte das alles berechnet und gesehen und mein Computerprogramm bestätigt, dass Weiß hier total auf Gewinn steht. Es folgt einfach G6. Selbst Dame G5 droht hier matt. Statt auf H4 zu nehmen, zog Berkesch hier G6, um dem König ein Luftloch zu machen, um dem König ein Feld auf G7 zu schaffen. Es folgte natürlich H mal G5 Schach, König G7 und jetzt folgt ein sehr, sehr starker Zug. Ich lasse euch 1, 2, 3 Sekunden, um selbst nachzudenken, wie man hier den Angriff fortführen könnte. Ein kleiner Tipp: die Dame zum Königsflügel überführen. Mit Dame F4. Ein typisches Manöver. Die Dame schaut natürlich auch nach F7 und die Überführung zur H-Linie ist hier ein Thema. Ganz wichtig ist die Variante Turm A8. Was wäre geschehen auf Turm A8? Weil das ist ja so ein bisschen den Zug, den man hier berechnen muss, beziehungsweise den man sieht. Es folgt Turm schlicht A8, Dame schlicht A8 und ganz stark hier Springer E5 mit Angriff auf den Bauern F7 und es bereitet auch Turm A1 vor. Das ist hier komplett verloren, sagt der Computer und gibt hier noch eine Variante an. Die geht folgendermaßen: das Computerprogramm möchte hier den Läufer opfern, Dame G5, so ein bisschen alles tauschen. Und landet dann am Ende in einem Endspiel mit einem Mehrbauern für Weiß, das aber technisch gewonnen ist für den Anziehenden. Gehen wir zurück zu dieser Stellung nach Dame F4. Berkesch zog Läufer B7. Und jetzt folgt ja ein richtiger, wunderschöner Angriffszug, Marke Judith Polgar, Turm A7, ein Turmopfer. Weiß muss das hier, muss den Turm im Prinzip schlagen. Wenn nicht, König G8, Turm A1 und das geht hier natürlich in einigen Zügen verloren. König schlägt A7 und jetzt auch ganz stark Dame H2 Schach, nicht Turm A1. Der Grund ist simpel. Nach König G8 folgt Turm A1. Es hätte keinen Unterschied gemacht, wenn Schwarz hier König G7 gezogen hätte, weil dann Dame H6 Schach, König dahin, Turm A1 auch verloren ist für Schwarz. Also König G8, Turm A1, es droht matt auf H8. Und hier kann Schwarz im Prinzip das Matt nur dadurch abwehren, indem er Material opfert. Läufer schlicht G5 Schach, Springer schlicht G5, Dame schlicht G5 und jetzt F4. Greift die Dame an und es droht weiterhin Matt auf H8 oder H7. Deswegen muss Schwarz hier die Dame geben. Das tat er. Dame schlicht F4, Läufer E4, Dame E4. Und nachdem die Aufregung sich gelegt hatte, beziehungsweise nachdem sich Schwarz jetzt hier beruhigt hatte, nervlich, merkte er, er hat zu wenig Material. Er ist ganz klar im Nachteil, im Rückstand und dementsprechend gab er die Partie hier auf. Eine schöne Angriffspartie.
Für mich eine der Top-Partien in Judith Polgars Karriere. Es gibt noch zahlreiche weitere andere. Ich werde im Laufe meiner Karriere hier auf diesem YouTube-Kanal weitere Partien von Judith Polgar zeigen. Das war erst der Anfang. Eine typische Angriffspartie von ihr. Und matt bzw. zwingt den Gegner zur Aufgabe nach gerade mal 24 Zügen. Ich hoffe, die Partie hat euch gefallen. Es war ein Musterbeispiel, wie man in dieser Variante der französischen Verteidigung einen Angriff durchführt mit Weiß. Like das Video, abonniert meinen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns hier wieder bald auf The Big Greek.